Moin Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Redstone Schule. Heute sind wir mal ohne Busch unterwegs und wir hatten leider keine Zeit, rechtzeitig noch was aufzunehmen. Und der liebe Busch ist auch leider so kurzfristig nicht verfügbar gewesen, dass wir noch eine Folge für diese Woche fertig machen können. Aber ich habe mir gedacht, ich zeige euch mal was Simples, das wir so noch nicht gezeigt haben, was sich aber gut verbinden lässt mit den automatisierten Lagern, die wir euch ja schon gezeigt haben. Und zwar ist das die sogenannte Füllstandsanzeige. Ihr seht hier, ich stehe neben der Kiste oder neben Stapelkisten, da oben guckt ein Trichter rein und die unterste Kiste, ja, daneben dran leuchtet es. Warum leuchtet es da? Relativ simpel. Es leuchtet, weil... falsche Ansicht. Leuchtet, weil die Kiste voll ist. Stimmt das? Leuchtet es, weil die Kiste voll ist? Denn hier ist auch was drin, aber es leuchtet nicht. Genau, ich möchte nämlich, dass nur volle Kisten angezeigt werden. Und das Geheimnis liegt darin, dass wir die Trichter auslesen. Ja, hier im Trichter liegt was drin. Ist egal, ob jetzt ein Stack drin liegt oder fünf oder zwei Items. Das Zeichen wäre auf jeden Fall, dass die untere Kiste voll ist. Und wie ich das Ganze aufgebaut habe, das ist hier ziemlich kompakt, allerdings schlecht zu sehen. Meine Empfehlung, wenn ihr euch ein Lager aufbaut, guckt, dass ihr hinter den Kisten mindestens 1, 2, 3, also insgesamt 4 Blöcke Platz habt für euer Lagerregal. Und wenn ihr auf der Rückseite auch wieder was aufstellen wollt, guckt, dass ihr in der Mitte einen kleinen Gang freilasst, ja, damit Signale von dieser Seite nicht ihr das beeinflussen können. So, dann stellen wir mal die Rückseite auf. Das heißt, wir brauchen 1 Platz. 1, 2, 3, 4... So, hier stellen wir jetzt unsere Kisten auf. 1 DK, 2 DK, 3 DK, 4 DK. Daneben platzieren wir unsere 5 Füllstandsanzeigen. Da könnt ihr auch einen Bilderrahmen drauf machen, was da reingehört, oder ein Schild dran kleben, das ist egal. So, dann machen wir Folgendes. Wir nehmen zuallererst noch die Trichter und setzen die auf die Rückseite. So. Von oben kommt aus der Sortiermaschine das Item runter, läuft immer nach unten weiter. Die Trichter zeigen zwar in die Kiste, aber ihr kennt ja die Logik, Trichter führen immer nach unten weiter. Das heißt, der untere Trichter saugt immer den oberen ab. Und erst wenn der voll ist, wird der obere in die Kiste führen. Es ist trotzdem wichtig, dass er in die Kiste führt, sonst würde das Item nie in der Kiste landen. Dann würde es einfach im Trichter stehen bleiben. Aber der untere saugt immer den oberen ab. Ganz wichtiges Trichterprinzip. So, dann setzen wir hier hinten dran einfach direkt so eine Runde, so eine Reihe Blöcke, direkt hinter die Lampen. Und verbinden schon mal hier einen Comparator, setzen hier und hier schon mal einen Stein hin und legen uns hier einen Comparator rein. Wichtig, der Comparator muss von dem Trichter in den Stein zeigen. Warum? Sobald hier ein Item drin liegt, ich kann das ja mal kurz zeigen. So, hier liegt jetzt ein Item drin. Es war nur kurz zu sehen, weil es jetzt natürlich in der Kiste verschwunden ist. Ich zeige es nochmal ganz kurz. So, da ist ein Item, also geht hier ein Signal auf und da vorne leuchtet es. Ja, sobald die Items abgeflossen sind, geht es wieder aus. Und deswegen wisst ihr auch, sobald ihr die ersten Items aus eurer Kiste nehmt und der Trichter leer gerutscht ist, wird die Kiste nicht mehr leuchten, weil eben kein Item mehr im Trichter liegt. Das heißt, ihr wisst, die Kiste ist nicht mehr voll. So, jetzt haben wir aber das Problem. Jetzt haben wir die untere Kiste und diese Kiste angeschlossen. Jetzt wollen wir aber die mittleren auch noch anschließen. Und dazu machen wir jetzt Folgendes. Wir bauen uns mit den Steinen hier erstmal hier und hier noch was hin und setzen unsere Comparator in diese Richtung. Upsala, das war ein Repeater. Comparator in diese Richtung und für oben setzen wir den Comparator auch nochmal in diese Richtung. So, damit wir jetzt hier keine Leitungen groß verlegen müssen, setzen wir uns einen Hilfsblock. Den setzen wir uns genau hier ran. Das gleiche machen wir da oben auch. Ich darf nur nicht da oben stehen. So. Dann brauchen wir den nächsten Hilfsblock. Das ist jetzt dieser. Darauf packen wir ein Stück Redstone. Auf das Redstone den nächsten Hilfsblock. Und darüber auch wieder Redstone. Das zieht sich so bis oben durch. Also egal wie hoch ihr den Turm macht, das Prinzip bleibt immer das gleiche. So, jetzt setzen wir gegen das Redstone hier den nächsten Block. Und gegen das Redstone da oben den Hilfsblock, der muss gar nicht viel können. Und dann setzen wir hier und hier wieder einen hin. Ja, das sieht so ein bisschen aus wie ein Schachbrett. Jetzt haben wir das gleiche Muster wieder drüben. Immer ein Block ja, ein Block nein. Und ganz wichtig, zum Schluss muss hier jetzt noch ein Repeater rein und hier ein Repeater rein. So, und jetzt sind wir schon fertig. Ja, das heißt, mal gucken, ob man von oben noch mal ein bisschen sehen kann, was passiert ist. Genau, in der Mitte ist immer frei, da ist ein Loch. Und wir sehen hier, wenn wir reingehen, die einen Trichter, unterste Reihe wird direkt rüber geführt, der nächste wird hier über die Schlaufe geführt. Wichtig, dass hier zwischen das Loch bleibt, damit es keine Verbindung zwischen den einzelnen Laternen gibt. So, und dass das funktioniert, zeige ich euch, indem ich jetzt einfach mal hier oben drei Items reinwerfe. Und jetzt seht ihr gleich, wie das Item die Trichter runterwandert.
Das heißt, wenn die Anlage läuft, seht ihr auch, wie die Items schön durch die Leiste runtergeführt werden. So, jetzt geht das Licht aber gleich aus, weil der untere Trichter leer ist und weil die Items hier in der Kiste liegen, aber die Kiste nicht voll ist. Jetzt können wir mal Folgendes probieren. Wir schmeißen einfach mal alles, was wir haben, in die Kiste gegenüber rein. So, jetzt geht hier gleich das Licht aus, weil die Items nachrutschen. Das können wir kurz gucken. Hier im Filter, da sehen wir, die laufen ab. Ja, sobald die abgelaufen sind und hier reingelaufen sind und die Kiste noch nicht voll ist, geht das Licht hier aus. Wir machen es jetzt genau andersrum. Wir setzen hier oben jetzt mal eine Kiste drauf, damit wir es ein bisschen leichter haben und füllen diese Kiste. Und das ist auch egal, ob ihr eine automatische Sortieranlage benutzt oder nicht benutzt. Auch wenn ihr manuell oben irgendwo einfüllt, dann seht ihr hier, wie die Items runterlaufen. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Ist auch ein kleiner Lichterorgel. Und ich unterstütze das Ganze jetzt mal, indem ich unten schon mal was reinpacke. Die Kiste ist quasi voll, weil hier jetzt verschiedene bunte Materialien drin sind. Ja, also da jetzt kein Dirt mehr nachkommt, wird die nicht voll sein, aber die Kiste ist gefüllt mit allem, was möglich ist. Was jetzt nicht mehr draufstecken kann, kann halt auch nicht mehr draufstecken. Und deswegen werden wir gleich sehen, dass hier unten die untere Lampe leuchten bleibt, wenn alle anderen ausgehen. So, alle anderen sind aus, die Items sind durchgelaufen. Wenn wir hier oben gucken, ist leer. Wenn wir jetzt in die Trichter gucken, leer, 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 leer. Nur im untersten Trichter liegt noch was drin, weil diese Kiste nichts mehr aufnehmen kann und die unterste Kiste leuchtet. Ja, so viel dazu. Das ist eigentlich ganz simpel und lässt sich, wie gesagt, beliebig in die Höhe erweitern. Eins noch wichtig, wenn ihr dann euer Lager baut, dann müsst ihr hier noch eine Zwischenwand einziehen, bevor ihr dann anfangt, hier nebenan das nächste Lager aufzubauen. Denn wir haben das Problem, wenn ihr auch hier nicht den einen Abstand haltet, also hier mit Koppel markiert und hier mit Koppel markiert. Der Koppel ist immer der Abstand, den ihr halten müsst. Sonst wären hier die Anlagen zu dicht beieinander. Ja, theoretisch geht das zwar, aber praktisch ist das Problem, der Comparator gibt hier ein Signal drauf, auf diesen Stein. Wenn die nächste Anlage jetzt hier auch wieder ist, der Stein gibt das Signal weiter, kann das zu Problemen führen. Je nachdem, wie ihr das Ganze baut. Aber in dem Fall wird das nicht so sein. Ja, so viel dazu. Kommt, ich reiß hier nochmal schnell, wo ist meine Picke? Ich reiß hier nochmal schnell drei Trichter ab von dem bereits vorgebauten und ergänze das Ganze einfach nochmal mit einer kleinen automatischen Sortieranlage, damit wir das vielleicht auch nochmal drin haben. Jetzt muss ich ganz kurz schauen, F3, wo haben wir die Chunkgrenzen? Ist nämlich wichtig, die Chunkgrenzen zu beachten, aber das ist unkritisch da, wo wir jetzt sind. Okay, das heißt, wir können jetzt die Kiste hier abreißen, die brauchen wir nicht. Und wir reißen auch diesen Trichter weg. So. Und jetzt tun wir so, als gäbe es hier eine Sortierstraße. Oh, wo sind die Trichter hin? Trichter? Trichter? Wo sind denn meine Trichter? So, schnell ein paar Trichter bei Buschklauen gehen. Da. Oh, er hat gar nicht mehr so viele. Sorry, Busch, aber ich brauche mal 10 Stück für die Redstone-Schule. Kurzer Crashkurs nochmal in der automatischen Sortieranlage. Zack, zack. Das wird also quasi die Einfüllstraße. So, da kommen die Items an. Und so, das waren nur Hilfsblöcke, die können wir jetzt wieder wegnehmen. So. Das ist also oben die Straße. Es gibt vielleicht einen Einwurf ganz oben. Sagen wir mal eine Kiste, in die ihr alles reinwerft, was sortiert werden soll. So, und hier unten, das ist der Trichter. Jetzt ist wichtig, dass der Trichter erstmal mit Items gefüllt wird, die einmalig sind. Wichtig ist Folgendes. Im besten Falle craftet ihr euch ein paar Holzschaufeln und die legt ihr dann einfach hier oben in die Kiste. 1, 2, 3, 4, 5.
Für den Anfang reichen. Ja, wenn ihr mehrere von diesen Systemen hintereinander habt, dann könnt ihr einfach die ganze Kiste mit Holzschaufeln vollknallen und dann saugt sich der Trichter hier jeweils nur 5 Stück ab und die anderen laufen weiter. Wichtig ist, dass wir die jetzt hier reinlaufen lassen. Es ist auch fehlerunanfälliger, wenn ihr die Schaufeln nicht hier einlegt, sondern wenn die von selbst in den Trichter einlaufen. Warum das so ist, kann kein Mensch erklären, aber es ist weniger fehleranfällig. So, jetzt warten wir, bis alle 5 Schaufeln da drin sind. Wunderbärchen. So, wir setzen jetzt hier vorne, und das ist so ein Ding, da muss das Timing stimmen. Einen Trichter hier dagegen und einen Trichter hier drunter. Das ist jetzt eine Timing-Frage. Wenn das Timing nicht stimmt, läuft uns der Trichter leer und so funktioniert nicht. Wenn das Timing zu knapp ist, funktioniert es auch nicht gut. Also 1, 2, 1, 2. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass hier nichts durchläuft. Das sieht ganz gut aus. Jetzt gucken wir hier rein, ob hier eine Schaufel weggeht und wiederkommt. Jawohl, da kommt die Schaufel wieder. Da geht sie wieder weg. Und jetzt ist auch die Sortieranlage schon fertig daran. Das heißt, wenn wir hier oben das erste Item einwerfen, das wir gerne sortieren lassen möchten, zum Beispiel Kaktus. Wir werfen jetzt hier oben einfach mal 3 Stacks Kaktus ein. Dann schauen wir, die müssten gleich hier automatisch angesaugt werden und die erste Holzschaufel verschwindet. Die anderen bleiben alle automatisch drin. So, noch ist die Schaufel da. Und zack, hat der Kaktus den Platz eingenommen. Hier laufen jetzt 64 Kakteen rein und die stapeln sich dort eben auf. Und alle Kakteen, die danach kommen, werden von diesem Filtersystem rausgezogen aus der oberen Linie. Also weil hier ein Stack drin ist, wird hier der Filter, der Kaktus, egal wie viel da oben kommt, immer abgezogen und wird hier weitergegeben runter in die Kisten. Wenn ein anderes Item kommt, dann fließt das hier einfach durch die Straße weiter. Und wir werden gleich sehen, da läuft der erste Kaktus schon durch und das werden uns auch unsere Lampen gleich anzeigen. So, jetzt habt ihr die Kombination automatisiertes Filtern ohne Redstone und eine Redstone Anzeige, wie voll die Anlage ist und ob sie am Laufen ist, ob gerade Items reinkommen. Ja, auch wenn Busch nicht dabei war, ich hoffe, Redstone Schule hat euch gefallen. Heute mal was Kleines, Einfaches, schnell für euch abgedreht und für jeden, denke ich, nachbaubar und nicht so kompliziert, dass man es nicht verstehen könnte. Von daher viel Spaß beim Nachbauen, baut euch schöne Lager auf und schickt mir mal ein paar Bilder davon, gerne auf meinem Discord-Server einfach mal die Bilder reinstellen. Freue ich mich, wenn ich eure Lager sehen kann. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann wieder mit Busch hoffentlich. Ich hoffe, hoffe, hoffe sehr. Und bis dann. Haut rein. Ich bin raus. Euer Rusch83. Ciao.